Tina möchte wissen, wie ein Eilantrag funktioniert, wo man den stellt und so weiter. Coole Frage. Wie machst du das? Ein Eilantrag stellst du, wenn eine Eilbedürftigkeit da ist? Also bei mir war es bei der Zweitversorgung von einem Rollstuhl für zu Hause. Da war die Eilbedürftigkeit da und dann gibt es so einen Vordruck beim Sozialgericht und da stellt man einfach einen Antrag auf einstweilige Anordnung, füllt das alles aus und schickt das dann zum Sozialgericht. Ja, Ja. genau. Also da füllst du halt aus alle Daten, die du auch bei einer Klage einreichen würdest. Also das Aktenzeichen von deiner Krankenkasse, was die dann gerade hat. In der Regel ist das Aktenzeichen ja einfach deine Versicherungsnummer. Dein Name, dein Geburtsdatum, deine Adresse, der Antragsgegner dann natürlich. Also wen möchtest du da gerade verklagen? Der Antrag, also das Eilverfahren, der Eilantrag ist eigentlich ein Antrag auf einstweilige Anordnung, so heißt das dann fürs Sozialgericht. Und diesen Antrag, den kannst du jederzeit machen. Mit in diese Geschichte muss noch, wann du denn den Antrag bei dem Kostenträger, den du da gerade verklagen möchtest, gestellt hast und wie deine Begründung war. Und halt nicht nur die Begründung gegenüber dem Kostenträger, sondern vor allem dann auch wirklich die Eilbedürftigkeit, die sich daraus ergibt. Jetzt ist das Ganze, also Eilbedürftigkeit ist halt ein bisschen besonders. In dem Augenblick, wo die Krankenkasse den Antrag nämlich abgelehnt hat, hättest du theoretisch auch die Möglichkeit, dir das Hilfsmittel selber zu beschaffen. Das heißt, hier könnte halt auch deine finanzielle Situation die Eilbedürftigkeit beeinflussen. Wenn du jetzt zum Beispiel super reich bist und du hast einen Rollstuhl, also einen ganz normalen Schieberollstuhl, der vielleicht einen kleinen E-Antrieb hat, also 1000 Euro kostet oder 3000 Euro. In dem Augenblick, wo du so ein Hilfsmittel dann beantragst, aber super reich bist, hast du keine Eilbedürftigkeit, weil du könntest dir das Hilfsmittel ab dem Widerspruch selber beschaffen und könntest dann im Widerspruchsverfahren oder auch dann nachher in der Klage nur noch darauf, nur noch die Kostenerstattung von deiner Krankenkasse fordern. Wenn du jetzt nicht so viel Geld hast, dann hast du halt eine höhere Eilbedürftigkeit, beziehungsweise eine Eilbedürftigkeit auch schon bei nicht so teuren Hilfsmitteln. Aber was ich auf jeden Fall schon erlebt habe, ist, dass die Eilbedürftigkeit bestritten wurde bei 600, also bei einem Grundsicherungsempfänger, der ein 600-Euro-Hilfsmittel beantragt hat. Das heißt, hier sieht das Sozialgericht keine Eilbedürftigkeit, weil diese 600 Euro ja auch von Grundsicherungsempfängern gestemmt werden können. Wie man das machen möchte mit einer Grundsicherung, also mit dem Existenzminimum, finde ich ziemlich spannend, weil Hilfsmittel da keine, also nicht extra noch mit reinfallen in diese Berechnung. Aber das ist dann die Rechtsprechung eines Sozialgerichts. Wir hatten eine Klientin, die Carola, die kennt ihr auch, die hat ein Vergleichsangebot für einen Rollstuhl, den sie beantragt hat, bekommen vom Sozialgericht. Und dieses Vergleichsangebot, das sah vor, dass sie den Rollstuhl, den sie haben möchte, den Wunschrollstuhl, dass sie den zugesprochen bekommt, wenn sie, ich glaube, 4000 Euro oder sowas bezahlt. Und diese 4000 Euro, da hat das Sozialgericht in dem Augenblick geschrieben, dass diese 4000 Euro auch per Raten bezahlt werden können und auch die Höhe hat bereits es ist bereits in einem Bereich, den auch ein Grundsicherungsempfänger leisten kann, halt in Ratenzahlungen dann, was ich ein bisschen fragwürdig finde, weil das wirklich sehr, sehr viel Geld ist, auch wenn man es auf 5 Jahre streckt. Ist das immer noch sehr, sehr viel Geld, wenn man eigentlich das Existenzminimum bekommt. Aber das war halt die Rechtsprechung. Genau. Und in dem Augenblick, was? Wir sollten uns mal ein bisschen knapper halten, weil ich kann Okay. gerade wirklich nicht mehr. Ja, laber nicht so viel sonst eben. Ja. Auf jeden Fall ist die Besonderheit noch bei den Eilverfahren, dass das Ganze halt trotzdem in der Hauptsache weiterläuft. Also wenn ihr dann den Zuspruch bekommen habt vom Eilverfahren, dass sie gesagt haben, okay, du hast den Anspruch, dann kriegst du das Hilfsmittel, musst aber die Hauptsache weiterführen, weil sich da halt erst klärt, ob du abschließend auch den Rechtsanspruch hattest. Das heißt, in dem Augenblick, wo du dann zum Beispiel einen Rollstuhl bekommen hast und und die Hauptsache aber verloren hast, musst du den Rollstuhl, den du über das Eilverfahren bekommen hast, wieder zurückgeben. Punkt. Ja.
DanTV schreibt, hallo, bin im Klageverfahren gegen die Pflegekasse auf Erteilung eines Pflegegrads. Kann ich für einen Bekannten trotzdem die Verhinderungspflege übernehmen oder kann mir das nachteilig dann vor Gericht ausgelegt werden? Haben beide die gleiche Krankenkasse? Nochmal bitte. Also er ist gerade im Klageverfahren und möchte wissen, ob er trotzdem Verhinderungspflege machen kann für eine Person. Für den Pflegegrad, na klar, kannst du die Verhinderungspflege machen. Genau, also ist ja irrelevant, weil die Krankenkasse weiß ja nicht, dass du derjenige bist, weil du gibst ja bestimmt auch nicht deine Adresse an. Genau, deshalb. Genau, also vor allem, wenn das unterschiedliche Krankenkassen sind, ist das egal. Aber halt auch, weil du gar nicht deine Adresse eingibst und du dann halt irgendein DanTV in ganz Deutschland beziehungsweise eigentlich auf der ganzen Welt sein könntest. Und deswegen ist es komplett egal. Also, und solche Zusammenhänge ziehen die auch gar nicht. Also auch hier kann ich ja wieder aus dem Nähkästchen plaudern. Meine Pflegekasse hat vor Gericht behauptet, dass ich keinen Anspruch auf überhaupt einen Pflegegrad hatte und das zu einem Zeitpunkt, wo sie bereits den Pflegegrad 1 anerkannt hatten und zwar vor allem auch rückwirkend ab meinem ersten Antragsdatum. Also ich habe den Pflegegrad 1 bereits außergerichtlich durch einen neuen Antrag rückwirkend erhalten ab dem ersten Antragsdatum und für diesen Antrag klagte ich gerade und vor Gericht haben die behauptet, haben die danach noch behauptet, dass ich gar keinen Anspruch auf einen Pflegegrad hätte. Und danach hatte ich dann erst diesen Bescheid vor Gericht eingereicht und da haben die einen kleinen Rüffel bekommen, weil die so ahnungslos waren und halt rechtswidrig da argumentiert haben, weil also Anwälte dürfen nicht lügen und in dem Augenblick vertritt er natürlich die Pflegekasse, weiß natürlich in dem Augenblick, weil er Zugang zu den Unterlagen hat, dass ich eigentlich schon einen Pflegegrad habe und behauptet trotzdem noch das Gegenteil. Oh, vielleicht sollte ich den Anwalt von meiner Pflegekasse hier mal bei der Anwaltskammer anzeigen. Weil das ist in dem Augenblick eine Lüge. Ja. Und Anwälte dürfen nicht lügen. Das heißt, in dem Augenblick, wenn das wiederholt vorkommt, kann er seine Zulassung verlieren. Das ist eine ziemlich spannende Geschichte. Ihr kennt bestimmt alle den Rechtsanwalt Christian Solmecke. Und der hat da mal eine Geschichte erzählt, dass er mal aus Versehen in einem, so einen Standardschriftsatz von ihm genommen, wo er regelmäßig dann halt gegen argumentiert hat. Der hat gegen die gegen Abmahnungen wegen Urheberrechtsverletzungen aufgrund von Musikgeschichten Leute vertreten und dann hatte der Klient ihm beim Antrag, also beziehungsweise halt bei dem Erstkontakt oder so bereits erzählt, ich habe das gemacht, aber ich will trotzdem nicht zahlen. Und dann hat er aber, wie bei allen, auch bei denen, also vor allem halt bei denen, die sagen, ich war das nicht, hat er dann den gleichen Text genommen und hat gesagt, mein Klient war das nicht. Und das halt, obwohl er bereits schriftlich bekam, dass er das war. Und dann haben die Anwälte von Bushido, die ging es damals, die haben da das Urheberrecht von Bushido durchsetzen wollen, die haben dann Christian Solmecke tatsächlich irgendwie auf ein paar Millionen, glaube ich, verklagen wollen, wo er meinte, das war schon existenzbedrohend in dem Augenblick. Also und da hat dann nachher aber ein relativ hohes Gericht festgelegt, dass Anwälte gegenseitig sich da nicht abmahnen dürfen wegen Lügen von Anwälten, sondern dass das der Anwaltskammer vorbehalten bleibt und die Anwaltskammer in dem Augenblick der Einzige ist, der gegen die Lüge eines Anwalts vorgehen kann. Und das war dann sehr gut, weil die hatten nicht so ein Interesse daran, das Ganze zu verfolgen, weil es halt ein einmaliger Fall ist. Aber wenn sowas dann häufiger gemeldet wird, ist das schon relevant. Ja, dann mache ich einfach mal. Mache ich einfach mal, ja. Gut. Das Verfahren, auch sehr spannend. Da hat gerade der, bei dem Gerichtsverfahren hat gerade, haben wir einen Vergleich gemacht, dass ich jetzt keinen neuen Antrag mehr stelle, bis das Gerichtsverfahren vorbei ist. Zumindest in dieser Instanz. Damit jetzt eine neue Begutachtung durch einen unabhängigen Gutachter erfolgen kann. Und das hat das Gericht jetzt aber irgendwie zum Anlass genommen, meine Krankenkasse anzuschreiben und zu sagen, ja, also liebe Krankenkasse, also liebe Antragsgegnerin, Klagegegnerin, bitte stell jetzt überall einen negativen Widerspruchsbescheid aus, gegen den dann geklagt werden kann. Und das ist auch sehr spannend, weil der Vergleich, den wir da gestellt haben, der sah, glaube ich, also soweit ich mich erinnern kann, überhaupt nicht vor, dass ich
mein Rechtsanspruch innerhalb eines Widerspruchsverfahrens aufgegeben habe. Weil es ist auch da wieder, wenn die Krankenkasse die Auffassung vertritt, dass aufgrund meines Widerspruchs eine neue Begutachtung notwendig ist. Und eine neue Begutachtung ist ja notwendig, sonst würde das Gericht ja nicht sagen, dass ein unabhängiger Gutachter das Ganze nochmal begutachten soll. Und die Krankenkasse würde mir nicht in meinem folgenden Antragsverfahren auch nochmal eine neue Begutachtung anbieten. Und in dem Augenblick, wo also eine Begutachtung in den Augen der Krankenkasse aufgrund meines Widerspruchs erforderlich ist, hat sie eine neue Begutachtung zu veranlassen. Und das haben die bislang nicht gemacht. Und jetzt sagt das Gericht, ignoriere bitte die Vorschriften in den GKV-Richtlinien zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit und also raube dem Salomo bitte seinen Rechtsanspruch auf ein ordnungsgemäßes Widerspruchsverfahren, weil wir haben hier irgendwie einen Vergleich geschlossen, der irgendwie was ganz anderes vorsieht. Und deswegen kannst du jetzt hier den Jungen vorführen. Also, ja. Aber ganz kurz nochmal, um Blockers Frage zurückzukommen. Ja, also du darfst einen Neuantrag stellen, wenn du im Widerspruchsverfahren bist, beziehungsweise einen Widerspruch eingelegt hast. Ja. Genau. Also ja, hör nicht auf deine Krankenkasse, sondern stell einen Neuantrag. Also es ist auch keine Seltenheit, dass solche Rechtswidrigkeiten da passieren. Genau. Guti, wir haben eine Anruferin. Hallo. Hallo. Ich bin gerade dabei, eigentlich einen Widerspruch zu schreiben. Für einen Pflegegrad. Also es ist ein Bereich, der euch wahrscheinlich nicht so betrifft. Ich hatte einen Erwerbsminderungsantrag gestellt. Ja. Schon in 2022 und habe, da ist ja für die Rentner diese, was war das, 300 Euro, weiß ich gar nicht, Energiepreispauschale gab im Dezember irgendwann. Und wenn man die bis zum bestimmten Tag nicht bekommen hat, konnte man ja einen Antrag stellen. Und jetzt habe ich davon den Bescheid bekommen, dass der abgelehnt wurde. Wollte dagegen gerade einen Widerspruch schreiben oder habe ihn eigentlich schon geschrieben. Suchte gerade nur noch die Adresse raus und wunderte mich, dass das nicht mit der Adresse übereinstimmt. Und jetzt lese ich hier als ich sag mal, Rechtsselbstbelehrung. Ihr Recht gegen diesen Bescheid kann innerhalb von einem Monat nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht eingelegt werden. Also gegen einen Bescheid Klage einlegen? Kennst du das? Also ich kenne es nur, dass man einen Widerspruch einlegt. Na, also es gibt ja zwei Arten von Bescheiden. Es gibt einmal den Ablehnungsbescheid. Also beziehungsweise drei Arten. Also es gibt einmal den Bescheid, der dein Rechtsanspruch, also beziehungsweise deinem Antrag stattgibt. Das ist dann der Bewilligungsbescheid. Dann gibt es den Ablehnungsbescheid, dass dein Antrag abgelehnt wird. Und dann, wenn du also schon mal gegen einen Ablehnungsbescheid Widerspruch eingelegt hast, dann gibt es einen Widerspruchsbescheid, gegen den du dann Klage erheben kannst. Doch. Ja, nein, aber ich hab den Antrag gestellt. Ja. Ich habe den Bescheid bekommen. Und in dem Bescheid steht drin, dass ich Klage erheben kann. Klagen soll. Ja, aber also, was mich vor allem gerade wundert, ist, dass die da von dem Verwaltungsgericht reden. Beim Verwaltungsgericht ist es mir jetzt ganz spannend. Das war auch ein Thema, was wir jetzt die Woche nochmal hatten. Wenn man als Arbeitnehmer Hilfsmittel beantragt, dann ist man im Bereich des Sozialrechts. Wenn man sich als Mensch mit einer Behinderung selbstständig macht, klagt man, wenn man Hilfsmittel haben möchte, nicht vor dem Sozialrecht, obwohl der Rechtsanspruch sich auf dem Sozialrecht ergibt, aber dadurch, dass man als selbstständiger Unternehmer ist, muss man dann vorm Verwaltungsgericht klagen. Bei beiden Gerichten, sowohl Verwaltungsgericht als auch Sozialgericht, gibt es keinen Anwaltszwang. Das heißt, ihr braucht keinen Anwalt einzuschalten, sondern könnt das Verfahren selber führen, zumindest in den unteren Instanzen, also Sozialgericht und Verwaltungsgericht, beziehungsweise Landessozialgericht und wahrscheinlich Landesverwaltungsgericht, weiß ich nicht. Und dann halt... Dann erst von zweiter Instanz. Genau, und erst in der dritten Instanz, zumindest beim Sozialgericht, ist dann der ein Anwaltszwang vorhanden. Allerdings ist die Besonderheit, beim Verwaltungsgericht muss man die Gerichtskosten übernehmen. Also es gibt einen Streitwert und daraus ergeben sich dann Gerichtskosten, also genau, um die Prozesskosten. Und dann
gibt es auch noch die Kosten der Gegenseite, die ihr zu tragen habt. Mhm. Also wenn die dann Anwälte einschalten, dann habt ihr deren Anwälte zu bezahlen, wenn ihr das Verfahren verliert. Genau. Und das wundert mich jetzt gerade bei dir, liebe Anruferin, dass du da die Klage vom Verwaltungsgericht erheben sollst, weil du bist also ein Antrag auf Erwerbsminderung. Der ja, es geht ja nicht um den Erwerbsminderung, der ist noch nicht durch, der ist im Widerspruch. Ja. Es geht um diese Energiepreispauschale, ach so, die bei der Rentenversicherung Knappschaft See irgendwie eingereicht werden musste. Aber ich finde das so interessant, hier steht, hier im Antrag vom 28.06. auf nachträgliche Auszahlung der Energiepreispauschale konnten wir leider nicht entsprechen. So. Mhm. Und jetzt schreiben sie mir, dass ich nur gegen diesen Bescheid klagen kann. Ja. Aber ich müsste doch eigentlich dagegen auch Widerspruch einlegen, weil es gibt ja noch keinen Widerspruchsbescheid. Genau, das ist auf jeden Fall genau richtig. Eigentlich läuft das erstmal zweimal übers Amt, einmal mit dem Antrag und einmal mit dem Widerspruch, bevor es dann zur Klage läuft. Vielleicht haben die sich da vertan. Damit ist auch die Rechtsmittelbelehrung hier falsch. Genau, die ist dann auf jeden Fall falsch. Ja, also wenn es so ist, also ich kenne mich jetzt leider, was diese Energiepreisgeschichte dann angeht, kenne ich mich gar nicht mit aus. Das ist ja eigentlich auch Sozialrecht. Also den Antrag, hast du den als Privatperson oder als Unternehmerin gestellt? Als Privatperson. Ja, und dann, und dann. Das ist ja für meine Erwerbsminderungsrente. Genau, und dann macht das sowieso gar keinen Sinn mit dem Verwaltungsgericht, weil das ist halt wirklich aus. Also, wenn die Krankenkasse zum Beispiel sagt, oh, die Rentenversicherung hätte den Rollstuhl eigentlich bezahlen müssen, dann streiten die sich vorm Verwaltungsgericht. Weil die halt keine, das ist ja kein Anspruch auf Sozialleistungen in dem Augenblick. Was deine Geschichte war eindeutig. Eine Sozialleistung, ich glaube, dass die da einfach einen kompletten falschen Textbaustein genommen haben. Weißt du, in der Zeile verrutscht, Freitag, kurz vor Feierabend, genau. Da das muss man nicht mehr so gründlich sein. Was ich dazu noch erzählen kann, wir haben nämlich, also ich arbeite manchmal noch Lohnabrechnung, ja. Und da haben wir jetzt sehr viele Bescheide bekommen für die Rückerstattung der Quarantäne. Ja. Und ein einzelner Bescheid, also wir haben 5 Bescheide bekommen und ein einzelner Bescheid, da steht nämlich auch, dass man klagen soll. Ja. Deswegen wundere ich mich gerade, ja. Weil ich das bei mir jetzt auch sehe. Also ja. Du hast auch nicht irgendwas mitbekommen, dass es da irgendeine Änderung gibt. Nee, da gibt es keine Änderung. Okay, gut. Das war es eigentlich, was ich wissen wollte. Okay. Gut, dann.